SIG Sauer präsentiert die Weiterentwicklung der AR-15 Sturmgewehre. Das neue SIG 516. Nur von SIG Sauer. SIG Sauer hat das wartungsintensive direkte Gasdrucksystem herkömmlicher AR-15-Gewehre zu einem neuartigen Kurzhub-Gasdruckladersystem weiterentwickelt. Wartungsarm, selbstreinigend, zuverlässig. Das Resultat? Ein Gewehr, das deutlich langlebiger und treffgenauer ist als herkömmliche Modelle. Ein Sturmgewehr, das mehrere tausend Schuss verschießen kann, ohne dass man es reinigen muss. Das AR-15-System wurde von den SIG Sauer Ingenieuren von Grund auf neu konstruiert. Der größte Vorteil des SIG 516 gegenüber einem konventionellen AR-15 ist das einzigartige neue Gasdrucksystem. Anders als beim Standard AR-15 mit direkt angestoßenem Gasdrucksystem kommt das SIG 516 ohne separates Gasrohr aus. Diese einzigartige Technik verhindert das Eindringen von Schmauch und Rußpartikeln in das Verschlusssystem. Wird mit dem SIG 516 ein Schuss abgefeuert, treiben die Gasschwaden das Projektil durch den Lauf. Nach dem Passieren der Gasentnahme wird ein Teil der Gase über ein einstellbares Gasventil abgeleitet. Die Gase werden unter dem Handschutz ausgeblasen und kommen so niemals mit dem Verschlusssystem der Waffe in Kontakt. Betrachten wir nun das Gasventil und die Gasstange des SIG 516 etwas genauer. Die Gasschwaden passieren das Gasventil und drücken die Gasstange nach hinten, bis die Bohrungen im Gasrohr frei werden. Hier werden die Gasschwaden ausgeblasen. Gleichzeitig überträgt die Gasstange einen Impuls auf den Verschlussträger. Dieser bewegt sich nach hinten und der Verschlusskopf wird entriegelt. Der grundsätzliche Unterschied zwischen dem direkt angestoßenen Gasdrucklader des Standard AR-15 oben im Bild und dem Kurzhub-Gasdruckladersystem der SIG 516 liegt genau hier. Beim Abfeuern eines Schusses mit dem direkt angestoßenen Gasdrucklader bewegen sich die heißen Gase durch den Lauf und werden durch ein Gasrohr zurück in das Obergehäuse geleitet. Beim SIG 516 dagegen werden die Gasschwaden hier an den Gasbohrungen abgegeben. Die heißen Gase kommen also niemals mit dem Obergehäuse oder der Verschlussbaugruppe in Kontakt. Rußablagerungen werden vermieden, die durch Kondensation der heißen Gase an den kühleren Metallteilen der Waffe entstehen. Ein weiteres einzigartiges Merkmal des SIG 516 Gasdruckladers ist das Design des Verschlussträgers. Beim Standard AR-15 Verschlussträger ist die Gasaufnahme mit zwei Schrauben befestigt. Man sieht, wie die Gasschwaden aus dem Gasrohr in die Verschlussbaugruppe geleitet werden. Schmauch- und Pulverrückstände lagern sich an der Rückseite des Verschlusskopfes ab und verursachen eine Verschlechterung der Funktion und damit der Genauigkeit der Waffe. Das erhöht den Reinigungsaufwand für den Benutzer. Beim SIG 516 ist die Aufnahme für die Gasstange ein Bestandteil des Verschlussträgers, sodass keine Schrauben zur Befestigung benötigt werden. Beim Standard AR-15 Verschlussträger können sich diese Schrauben lösen, was zu Funktionsstörungen der Waffen führt. Bei entnommenem Verschlusskopf wird sichtbar, dass keine Pulvergase oder Schmauch in die Verschlussbaugruppe gelangen können. Es besteht damit keine Notwendigkeit zur besonderen Reinigung von Verschlusskopf und Verschlussträger. Beim SIG 516 müssen nur das Gasventil und die Gasstange gereinigt werden. Zusätzlich bietet das neue Gasdrucksystem der SIG 516 weitere einzigartige Designmerkmale. Der Verschlussträger des SIG 516 wurde verbessert, wie man rechts sehen kann, verglichen mit dem Standard AR-15 Verschlussträger auf der linken Seite. Der rückseitige Durchmesser des neuen Verschlussträgers ist größer. Zusätzlich wurden Nuten eingefräst, die ein Verkanten des Verschlussträgers in der Schließfederhülse verhindern. Außerdem erhielt der gesamte Verschlussträger eine Beschichtung zur verbesserten Gleitfähigkeit. Ein vierstufig einstellbares Gasventil erlaubt eine einfache und werkzeuglose Anpassung an variierende Umgebungsbedingungen im Feld, sodass die optimale Performance der SIG 516 jederzeit sichergestellt ist. Das gestattet dem SIG 516 auch mit Schmauchablagerungen am Gasventil jederzeit eine fehlerfreie Schussabgabe. Um weiter schießen zu können, muss der Benutzer die Ventileinstellung lediglich anpassen, wenn es die Situation erfordert. Das vierstufige einstellbare Gasventil bietet folgende Einstellungen. Geschlossen. Kein Gas wird weitergeleitet. Das Gewehr kann als Einzellader mit höchster Präzision genutzt werden. Einstellung 2. Betrieb mit Schalldämpfer. Einstellung 3. Normalbetrieb. Einstellung 4 stellt eine zuverlässige Funktion bei großer Kälte und bei sehr starker Verschmutzung sicher.
Ein weiteres Merkmal des SIG 516 ist sein patentgeschütztes Laufbefestigungssystem, basierend auf einer komplett überarbeiteten Laufmutter. Damit entfällt die bei einem herkömmlichen AR-15-System notwendige Ausrichtung der Laufmutter mit dem Gasrohr und der Gasentnahme. Dadurch ist ein laufunabhängiges, gleichbleibendes Anzugsmoment gegeben, was die Funktion der Waffe verbessert. Das SIG 516 bietet ein Handschutzbefestigungssystem, bestehend aus vier Military Standard 1913 Montageschienen, eine stabile Plattform für Optiken und andere, zur Montage an M1913 Schienen geeignete Anbauteile. Beidseitig vorhandene Magazinknöpfe und Sicherungshebel erhöhen deutlich die Benutzerfreundlichkeit der Waffe. Durch die einzigartige Spannvorrichtung wird das Spiel zwischen Griffstück und Obergehäuse deutlich reduziert, sodass das SIG 516 auch nach der Abgabe von vielen tausend Schuss so zuverlässig funktioniert wie beim ersten Schuss.